Guten Morgen, heute sind wir auf einem neuen Lost Place unterwegs. Und zwar gucken wir uns heute ein Krankenhaus an. Wir werden jetzt mal einen Weg darin suchen. Mit dabei ist heute der Tino von TI Adventure, die Katze vom Bunker Cat TV. Und jetzt suchen wir erstmal einen Weg auf das Gelände. Da hinten sehe ich schon ein Krankenhaus. Und hier ist das Tor. Durchs Tor kommen wir wahrscheinlich nicht durch, obwohl es sieht relativ gut aus, ist groß genug. Schauen wir mal, ob wir raufkommen. Bis gleich. So, immer außen rumgelaufen durchs Empfangshäuschen und ist offen. Einfach offen. Das ist ja eine alte Apotheke. Ich hoffe, wir sind hier alleine. Nicht, dass jetzt hier doch irgendwie ein Wachschutz ist oder so. Lass mal nochmal ein bisschen aufgeregt. Können wir mal gucken, ob wir hier. Okay, da kommt man so ja rein in die Apotheke. Die Leute sind einfach durch die Fenster gegangen. Hier war bestimmt der Verkaufsraum von der Apotheke. Achso, ja, mit Dusche. Aber hier ist jetzt nicht zu sehen so großartig. Wow, hier sind noch übelst viele Türen. Ein ziemlich großer Lagerraum. Mensch, jetzt wäre eher eine Party gefeiert. Hier ist ein Krombacher Fass. Ja, ich habe Cartino gefunden. Und eine Kloordnung haben wir auch gefunden. Vorbenutzen der Toilette ist der Deckel zu öffnen. Ja, klar. Beim Haarewaschen im Klo Brille gut festhalten, Haarwaschmittel brauner Riese verwenden. Sparsam mit dem Papier umgehen, Vorder- und Rückseite benutzen. Bei Papiermangel mit Klobürste verputzen. Okay. Ach, ja, mal so. Im Klo mit haarbrauner Riese. Also, wen diese tolle Meisterwerk interessiert, der kann da gerne mal Stopp machen und das sich durchlesen. So, weiter geht's. Die Katze ist mir schon entwischt, die wird wahrscheinlich schon jetzt im Krankenhaus gegangen sein. Nee, da hinten ist sie. Hast du was Schönes gefunden? Oh, hier ist ein Treppenhaus. Können wir gleich mal gucken, wie hoch das ist. Oh ja, ich glaube, wir sind im Krankenhaus. Das ist ein großer Hauptgebäude. Ein Parkhaus gibt es anscheinend auch. Aber alle Fenster natürlich schon raus dort. Also es gibt doch schon ziemlich viel zu sehen hier. Bin ja mal gespannt, ob noch irgendwelche Geräte da sind. Okay, geht's weiter. Also, die Gänge sind übelst lang. Die Glas sieht ja geil aus. Oh, die funktioniert sogar noch. Hier haben sie schon Kabel gepellt, so wie das aussieht. Aber es ist ja so ziemlich überall. Schwimmt auf jeden Fall schon mal alles. Ja, da gehen wir auf jeden Fall noch hoch. So, ich muss noch ein Schwimmhaus sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie oben ist. Ich denke mal, dass unten ist. Das wäre Quatsch, wenn die oben ist, oder? Sehr viel Quatsch, wenn du bist. Ja, hier haben wir Klos, ja. Also ich glaube, Klos brauchen wir langsam nicht mehr füllen, weil Klos hatten wir schon in der ganzen Laufbahn jetzt hier mehr als genug zu Gesicht bekommen. Ich glaube, jeder weiß, wie die Toilette aussieht. Weiß nein. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Guck mal, hier war die Anmeldung. So eine kleine Rezeption war hier. Cool Party. Also, denk mal, es gibt Ich will zur Poolparty. Alles klar, wir haben ihn gefunden.
Dämon. Jetzt nehmen wir mal zum Pool. Alter. Wie geil ist das denn? Kriegt euch doch mal diese Türme an. Los. Flachkörper macht Laune. Ja, ohne Wasser macht Flachkörper richtig Laune. Alter. Das ist aber nochmal ein anderer Lichthof hier. Leute, ich muss mal in den Pool rennen. Das sind halt 2,80 Meter tief, wa? Oder doch 3 Meter. Ein Bengalfeuer liegt hier auch noch. Nee, 2 Meter oder was hat er? Oder 1,80 Meter Wasserstand. Da sind wahrscheinlich die Umkleideräume gewesen auf der Seite. Ich suche immer noch die Dame. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Auf der Seite gibt es auch gar nicht so tolle Sachen zu sehen. Was ist denn hier? Nochmal so ein fetter Schaltraum. Irgendwelche Klamotten, irgendwelche Anzüge. Ich fand die Technikern, die hier gearbeitet haben. Aber wie es heute hier für ein Raum war. Es ist echt ein Labyrinth hier drin, ne? Alter, was ist ein Titel? Ich schau mal die Treppe an. Also, das ist hier eine Rollstuhl. Hier geht's runter zum Kerl. Mit der schönen Aufschrift Mama auf. Wieso ist das so? Ich hab's noch nicht aufgemacht. Doch. Entweder ins Schwimmbad oder. Ins Schwimmbad geht's da nicht. Ah, schönes Licht hier drin. Ja, das Licht drin. Also kleine Sprechzimmer vielleicht, wa? Wir haben oben so einen schönen Vorhof und da kommt man durch richtig raus, so wie aus. Labordiagnostik ist das hier. Da geht ja da drüben noch mal weiter. Ja, wie verwinkelt ist denn das hier? Das ist ganz groß, wenn ich hätte, ne? Das ist übelst verwinkelt. Das Raucherzimmer befindet sich in der Ebene 0. Jo Leute, hier steht einfach mal der Fahrstuhl. Aber das ist ja gar nicht so hoch hier. Nö, nee, hier ist schon Ende. Ja, was ist hier? Die Patienten. Was ist hier? Laut. Patienten sind 2, 3, 4. Ja, das ist ein großes Patientenzimmer. Da hinten haben schon auch noch welche bestanden haben Betten. Denke ich mal nicht. Das war für die Pflichtversicherten. Kicke mal hier. Die haben es auch gut gehabt. Dusche, Badewanne, Junge. Haben wir nicht mal wir die Räume gehabt. Da ist die Katze. Wir haben sie endlich gefunden. Nach tagelanger Suche haben wir die Katze gefunden. Wahnsinn. Die Katze hat endlich so eine Kugel gefunden. Schau mir tief in die Augen. Hier ist einfach nochmal so eine riesige Patientenanmeldung. Mit einer fetten Roulade. Willkommen in meiner Fallout-Klinik. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Suchen Sie ein Zimmer, das nicht zieht? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich bin Koks. Okay, sind wir jetzt im Erdgeschoss? Hier sind die Krankenwagen gekommen oder was? Wow. Hier steht so ein E-Bike. Naja, das ist auf jeden Fall der Haupteingang hier gewesen.
Ah, jetzt verstehe ich es. Hier ist die ganzen Parkplätze gehabt. Und da sind die Krankenwagen angefahren. Aha. Kinderchirurgie, Unfallchirurgie. Auch kein Röntgenraum gibt es auf Ebene 1, also eine Etage über uns. Ebene 4 ist Kinderchirurgie. Also eine Etage über uns ist Röntgen. Na, komm mit. Sonst verlieren wir uns wieder. Wir haben sogar die Heizkörper rausgeflackt. Ihr seid Helden. Macht doch die Tür auf. Was ist denn hier für ein verwinkelter Raum? So ein altes Regal. Elektronikraum. Ah, ein Flur. Okay. Dass man nur einen Eindruck kriegt, wie hoch das eigentlich ist. Es ist einfach nur ein riesiges Gebäude und es geht auf der anderen Seite genauso weiter. Das ist echt schon krank. Was das hier alles noch so zu sehen gibt. Da vorne hast du auch noch irgendwelche Schwebetüren, Schwenktüren. Krass. Boah, die bewegt sich nicht mehr. Ey, wir haben echt Glück mit dem Wetter, obwohl es kalt ist, wie gesagt, ne? Der Winter kommt. Ich dachte, die Katze ist hier drin gegangen. Ich dachte, die Katze ist da drin gegangen. Also das ist jetzt das erste Stockwerk, da müsst ihr doch hier jetzt irgendwo gleich den Röntgenabteil noch haben. Oder war den dritten? Weiß ich jetzt ja nicht mehr. Heizungsraum war. Da hatten die Katze gefunden. Fotos. Oh, Junge, Junge. Nee. Aber hier pennen welche. Privatfotos sehe ich gerade. Darf ich mal durch? Sehr viele Privatfotos. Aha. Guck mal, hier haben wir so ein Feuer gemacht drin. Ja, also wir haben hier so eine kleine Obdachlosenverschlag. Vielleicht haben auch die gehört vorhin. Vorhin irgendwelche Stimmen gehört. Und da kommst du in so einen Raum. Und dann hast du hier schon Polizeiabsperrung. Schön. Also hier war auch noch irgendwas anderes. Vielleicht finden wir auch noch irgendwelche versiegelte Räume von der Polizei, oder zumindest da, wo das Siegel noch dranhängt. Die werden mit Sicherheit schon auf sein, denke ich. Eigentlich dachte ich, die Dachterrasse ist begehbar, aber es scheint nicht so zu sein. Auf jeden Fall laufe ich hier auch gerade den übelst großen Raum. Und es ist wieder alles voll mit Parkett. Das sind noch die ganzen alten Schränke. Alles voll. Das ist noch eine alte Zufahrtsstraße. Mit einem Trampelpfad von irgendwelchen Leuten. Ich denke mal, das werden die Obdachlosen gewesen sein, die da mal lang gehen. Scheint auf jeden Fall ein beliebter Ort zu sein, so direkt im Gebäude, keine Fenster, das zieht nicht, ist warm. Zumindest im Winter, ganz angenehm wahrscheinlich für die. Unglaublich. Und da geht's weiter nach oben. Immer der Katze folgen. Die Katze habe ich warm. Die Katze kennt sie aus, der Pläne gefunden. Ganz oben gehen wir, okay. Wir haben Kino verloren. Nee, da ist er.
Nee, nix. Ihr könnt mir vorstellen, dass da vorne bei der ISO-Decke, bei der Kältedecke, ein Verschlag von Obdachlosen noch ist. Welche ISO-Decke? Ja, da hinten hängt doch die goldene. Guck mal, siehst du die? Die goldene Decke? Ist die nicht verwandt? Nein. Oh, ist das hoch, ey. Hab ich schon gesagt, dass ich Höhenangst habe. Das sieht alles aus wie so ein Patientenzimmer. Ah, die hatten sie am Balkon, ja, das ist ja schön. Monster Juiced. Das war für Privatpatienten. Schön mit Balkon. Da kannst du überall hingucken, ne? Alter, ist warm. Die Sonne ballert gut. Ich drück schon wieder auf Knöpfe rum, das fällt Tobi gerade ein. Tino ruft gerade eine Krankenschwester. Den geht's nicht so gut. Ja, die könnte mal wieder ihr Staub saugen, wa? Guck mal, das sieht ja furchtbar aus. Oder? Nee, ich glaube, die waren vorher da. Hier sind sie hergekommen, wenn sie abgeferkelt wurden. Okay, machen wir hier Tigger. Jetzt fehlt nur noch Winnie the Pooh und Ferkel. Oh, ich merke schon die Disney-Strafe, die Anwälte kommen schon. Die scharen schon mit den Hüsen. Oh oh. Wie hießen diese Superhelden mit dem Smiley hier? Smiley? Smiley? Guck mal, hier, yeah, die haben auch Balkon. Ich denke mal, ja, das war wirklich die Kinderstation oben. Ja, überall diese Dinger. Ja, das ist viel farbenfroher als unten. Die sagen, das Licht ist bei der Art wow. Viel zu niedrig. Die sind aber alle noch da, ja, dass sie rankommen aus dem Bett. Ja, das ist ja wichtig, aber bei uns in den Krankenhäusern ist es noch ein bisschen höher bei den Erwachsenen. Hier. Ja, wäre gut, aber wenn du ein Bett gelegen hast, hat es ja schon Sinn gemacht, dass du dann nach ja, oben nur so klicken musst. Wenn du Betten hast, wenn du meistens so hoch, selbst vier Erwachsene hast. Ja, ja, aber wie lang ist dein Arm? Nee, das ist aber, wenn du die Schräge hast, ist viel zu klein. Warum ist hier eine Gittertür? Sind Leute, die sagen, ah ja, Achtung hier, Polizei. Ich glaube, wir kriegen jetzt Besuch. Von? Von einer Gruppe von 5 Leuten, 3 Kinder davon. So, ich lasse mal die Kamera laufen, falls unser Besuch kommt. Blendung. Der Raum mit der Folie, der muss auf jeden Fall hier auf der Seite jetzt gleich kommen. Also wenn wir jetzt hier links lang gehen. Ich glaube, weil hier war ja genau da ist der Lichteinfall, das muss hier irgendwo auf der Seite gewesen sein. Wahrscheinlich der hier, wo die Tür ist. Hier ist der Raum. Fehlt die Türklinke von außen, dass du nicht reinkommst. Und da ist was vor, damit du nicht reingucken kannst. Ist der Raum drin? Ja, lass, das wird, da werden Obdachlose sein. Sind die schon drin oder was? Denke ich mal. Oder der hat noch eine Türklinke. Was war das? Oh, was war denn das? Stecker, den du inzwischen steckst, sonst kurven kannst du das Fenster. Ach so. Ja, damit der Warnung kommt. Okay, Leute, da haben wir was. Aber ich sehe nichts. Das werden unsere anderen Gäste sein. Alter, ich hab hier gerade so eingeschissen. Wieso? Da liegen wir mal da und so. Pfeifen, du zitterst gerade richtig.
Naja, vielleicht sehen wir ja hier auch unsere Freunde. Da sieht man aber mal richtig, wie riesig das ist, ne? Das ist ja krass, da ist ja noch eine Liege. Zum Ausladen quasi. So, und irgendwo hinter mir oben tigern gerade die komischen 5 Leute rum. Und die gehen jetzt wahrscheinlich erstmal den Obdachlosen durch die Sack. Wer weiß, wo die sich da gerade rumtreiben. Immer noch da unten drin? Ja, die fallen noch da drin rum. So Leute, jetzt sind wir auf der Seite, wo die Anlieferung ist. Mit den Krankenwagen. Das sieht aus, als ob da Licht brennt, ne? Das sieht aus, als scheint bloß die Sonne durch. Hoffen wir mal, dass es bloß die Sonne ist. Ja, jetzt auch. Die haben Friseur? Tatsache. Yep. Hier haben sie die Patienten angeliefert. Machen wir uns das mal von der anderen Seite an. Dann gleich durch. Hier war wahrscheinlich die Unfallchirurgie direkt. Okay Leute, würde ich mal sagen, jetzt zeigen wir mal der Katze noch das Schwimmbad und dann sind wir hier fertig. So, ne? So Leute, bei der nächsten Location ziehe ich mir auf jeden Fall meine Security-Weste an. Dann sehen die mich von Weiden, kriegen Angst. Macht vielleicht mehr Sinn. Bisschen ungestört. Ist kacke, wenn die hier Randalin und Lärm machen und wir wollen hier Ruhe filmen. Das sind halt Kinder. So wie du. Was? So, in diesem Sinne verabschiede mich. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Die anderen Bilder werde ich noch verlinken in der Beschreibung. Guckt doch mal bei dem auf dem Kanal vorbei. Ansonsten, ja, die Kinder, die haben uns ein bisschen gestört, die haben Lärm gemacht, die haben randaliert und es ging uns ziemlich auf den Sack. Deswegen beenden wir jetzt hier auch ein bisschen vorzeitig. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.